Wir sind live zurück im Plenarsaal des Deutschen Bundestages und hier beginnt jetzt gleich die Aktuelle Stunde. Auf Verlangen der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Es geht um Abgasbelastungen in den deutschen Großstädten. Ein ernstes Thema, nicht zuletzt deswegen, weil die EU gegen Deutschland ein Vertragsverletzungsverfahren angestrengt hat. Denn in vielen Städten übersteigt in Deutschland die Luft die in Brüssel festgelegten Grenzwerte für Stickstoffdioxide. Die Feinstäube, die entstehen vor allem durch den Autoverkehr. Und es gibt unterschiedliche Vorstellungen, wie damit umzugehen sei. Bundesumweltministerin Barbara Hendricks schlägt eine blaue Plakette vor für Autos, die dann noch in die Städte dürfen. Die ihren Bundesverkehrsminister, ihren Kabinettskollegen hat sie einstweilen noch nicht auf ihrer Seite. Alexander Dobrindt ist dagegen. Erster Redner in dieser Aktuellen Stunde ist Peter Maywald, der Sprecher für Umweltpolitik der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. EU-Grenzwert für Feinstäube und Stickoxide nicht eingehalten. Angesichts der Gefahren für die Gesundheit durch Feinstäube können wir mit unserer Luft, ich glaube, das ist auch unumstritten, nicht zufrieden sein. Und das UBA rechnet allein mit 47.000 Feinstaubtoten pro Jahr in Deutschland. Eine Zahl, die uns angesichts dessen, was wir uns für Gedanken um Verkehrstote sonst machen, vielleicht auch zu Gemüte führen sollten. Daneben Stickoxide, mittlerweile ein riesiges Problem. Die EU-Grenzwerte für NO2 werden in Deutschland an mehr als der Hälfte der verkehrsnahen Messstationen überschritten. Deswegen gibt es mittlerweile zwei Vertragsverletzungsverfahren der EU gegen Deutschland. Deswegen kommen zahlreiche Gerichtsurteile, Vollstreckungsverfahren gegen Kommunen und Bundesländern zu tragen. Betroffen sind Kommunen im gesamten Bundesgebiet, von Aachen über München bis Wiesbaden, aber auch gegen die Länder Bayern, Baden-Württemberg, Hamburg oder Hessen. Es besteht ein bundesweites Problem, das endlich einer konzertierten Aktion bedarf. Mit der Aufdeckung des Dieselskandals, nicht etwa durch unsere deutschen Behörden, sondern durch die US-Umweltbehörde, ist aber klar geworden, dass die Kommunen bei aller Anstrengung mit einer Verbesserung der Belastungssituation so nicht rechnen können. Denn die Automobilindustrie hatte zumindest Teile von ihr mit der Manipulation von Abgasgrenzwerten dafür gesorgt, dass die Autos die Schadstoffgrenzwerte ja theoretisch einhalten, aber praktisch die Stickstoffemissionen in den Städten nicht abnehmen. Luftreinhaltepläne, ja. Luftreinhaltepläne in Kommunen konnten also auch nur theoretisch zu Ergebnissen führen. Das hilft uns beim Atmen nicht, denn wer will schon theoretisch gute Luft atmen? Die Zeche zahlen die Bürgerinnen und Bürger, die an den Hauptverkehrsstraßen mit hohen Luftbelastungen wohnen. Von Teilen der Automobilindustrie wird das offensichtlich billigend in Kauf genommen. Das grenzt in Teilen schon an Körperverletzung. Volle Transparenz hatte die Bundeskanzlerin dazu am 22. September 2015 versprochen. Und was macht unser Verkehrsminister? Er steckt den Kopf in den Sand oder man könnte sagen, ins Auspuffrohr der Automobilindustrie. Minister Dobrindt verweigert bei der Aufklärung des Skandals. Von zügiger Aufklärung will ich schon gar nicht mehr reden. Nach mehr als einem halben Jahr, er verweigert die Arbeit und keilt nun auch noch gegen die Einführung der blauen Plakette. Herr Minister, schade, dass er nicht da ist. Ihre Verkehrspolitik ist unausgegoren, verkorkst, umwelt- und am Ende auch mobilitätsfeindlich. Das nur am Rande zeigt ja auch der unlängst vorgelegte Entwurf des Bundesverkehrswegeplans, der da überhaupt keine Ambitionen hat, etwas zu verbessern. Sogar die Ergebnisse einer kompletten Sonderumweltministerkonferenz sind ignoriert worden. Da kann ich unsere Umweltministerin, schön, dass Sie da sind, Frau Hendricks, nur auffordern, das Heft des Handelns einfach selber in die Hand zu nehmen und es nicht diesem Verkehrsminister zu überlassen. Legen Sie ein Aktionsprogramm Saubere Luft für Deutschland auf und weisen Sie Ihren arbeitsverweigernden Kabinettskollegen in die Schranken. Ab 2025 sollten nur noch Autos mit Strom- oder Wasserstoffantrieb neu zugelassen werden. Sorgen Sie endlich auch für niedrigere Emissionen durch Dieselloks, Baumaschinen, Lkw oder Schiffsverkehr. Wir brauchen eine Novellierung der Bundesemissionsschutzverordnung, sodass Kommunen Durchfahrverbote in Umweltzonen erlassen können, um die Belastung der Luft mit Stickoxiden zu senken. Legen Sie ein Nachrüstungsprogramm zur Abgasreduzierung von Taxis, Transportern und Bussen auf. Machen Sie
mit der Ausweitung des E-Carsharings ernst. Da gibt es viele Möglichkeiten. Fördern Sie Elektromobilität und Lastenfahrräder im innerstädtischen Logistikverkehr. Legen Sie ein zeitlich befristetes Markteinreizprogramm für Elektronahverkehrsbusse und Elektroautos auf. Zur Finanzierung könnte man zum Beispiel bei der Beendigung der Steuerprivilegierung für Diesel ansetzen. Da wäre einiges an Geld vorhanden, was wir für diese Dinge nutzen können. Es ist, glaube ich, ein zentrales Thema für uns, jetzt nicht nur auf die Autohersteller zu schauen und zu sagen, da sind einige wenige schwarze Schafe, sondern wir müssen insgesamt das System in den Blick nehmen. Wir müssen insgesamt schauen, wie haben wir das Problem Stickstoff- und Feinstaubbelastung aus der Mobilität gerade in unseren Städten in den Griff zu kriegen. Auf diesen Verkehrsminister zu warten, auf ihn zu vertrauen, ist offensichtlich hoffnungslos. Deswegen setzen wir unser Vertrauen im Moment eher in Sie und in dieses Parlament, dass wir dieser Regierung deutlich die Schranken aufzeigen und sagen, wir haben eine Verantwortung für die Gesundheit der Menschen in unserem Land. Wir haben eine große Verantwortung für die Luft. Vielen Dank. Peter Maywald war das, Bündnis 90 Die Grünen, und Sprecher für Umweltpolitik seiner Fraktion. Der erste Redner in dieser Aktuellen Stunde zu Abgasbelastungen in vielen deutschen Städten. Nächste Rednerin ist jetzt Marie-Louise Dött für die CDU-CSU-Fraktion. Auch sie ist Sprecherin für Umwelt und Naturschutz ihrer Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Vorschläge zur Weiterentwicklung der 35. Bundesemissionsschutzverordnung haben in den letzten Tagen für erhebliche Diskussionen gesorgt. Deshalb ist es erforderlich, sich noch einmal mit den Hintergründen zu befassen, und die liegen im Ziel der Verbesserung der Luftqualität, vor allem in den Ballungsräumen und Großstädten. Wir haben in den vergangenen Jahren insbesondere die Feinstaubbelastung in den Städten im Fokus gehabt. Genau darauf zielte die grüne Plakette. An vielen Orten ist die Feinstaubbelastung aus dem Straßenverkehr nach Einführung der Umweltzonen zurückgegangen. Es gibt aber ein weiteres Problem. Wir haben in den Städten auch erhebliche Stickoxidbelastungen, und zwar vor allem an stark befahrenen Straßen. 2015 waren die Stickoxidwerte an 60% der Luftmessstellen an den durch Verkehrsemissionen belasteten Straßen in den Ballungsräumen zu hoch. Stickstoffoxid ist gesundheitsschädlich, weil es die Atemwege reizt und zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen kann. Dieser Aspekt wird von den bisherigen Feinstaubplaketten nicht hinreichend berücksichtigt. Es besteht also Handlungsbedarf. Und den sieht auch die Europäische Kommission. Gegen Deutschland läuft ein Vertragsverletzungsverfahren. Deshalb ist es richtig, das Problem anzugehen. Und deshalb war es auch richtig, das Thema auf der Sonderumweltkonferenz auf die Tagesordnung zu setzen. Worüber ich mich allerdings wundere, meine Damen und Herren, ist die Tatsache, wie schnell man sich auf ein Instrument, nämlich die Einführung der blauen Plakette, einigen konnte. Wie schnell das Gremium sicher war, dass man mit der Weiterentwicklung der 35. BImSchV-Verordnung das richtige Instrument gefunden hat. Und da bin ich der Auffassung, dass die 35. Bundesemissionsschutzverordnung zwar ein mögliches Instrument ist, aber die Einführung der grünen Plakette hat eben auch gezeigt, dass die am Ende resultierenden Fahrverbote für bestimmte Fahrzeuge zu erheblichen Belastungen für die Bürger und die Wirtschaft führen. Und genau an dieser Stelle hätte ich mir gewünscht, dass man mit diesem Instrument vorsichtiger umgeht, anstatt die Bürger mit der Ankündigung der Einführung einer blauen Plakette, also der Androhung neuer Fahrverbotszonen, zu überraschen. Viele Besitzer von Dieselfahrzeugen, von denen sich so mancher für den Diesel entschieden hat, weil er klimaverträglicher ist als ein Benziner, erfahren über die Presse am Wochenende, dass ihr Auto künftig nur noch eingeschränkt nutzbar ist. Wie viele Handwerksmeister und Mittelständler haben am Wochenende überlegt, wie sie mit ihrem Fuhrpark künftig in die Innenstädte zu ihren Kunden kommen sollten? Und wie viele Bürger und Bürgerinnen haben überlegt, wie sie mit ihrem Euro 5 Diesel künftig die Kinder transportieren, den Einkauf bewältigen oder nur zu ihrer Wohnung in der Innenstadt gelangen sollen? Mit solchen politischen Überraschungseffekten bekommen wir für die erforderlichen Reduzierungen der Schadstoffbelastung keine Unterstützung.
Und ich sage das nicht nur der Umweltministerin, der Bundesumweltministerin, sondern auch den Länderumweltministern, von denen die Initiative auf der Länderumweltministerkonferenz am Freitag vergangener Woche ausging. Es ist ja richtig, dass die Bundesumweltministerin den Auftrag aus der Umweltministerkonferenz zumindest wohlwollend prüfen muss. Und dass sich das BMUB der Problematik bewusst ist, kann man an den Ausführungen des Umweltministeriums zu den Kernfragen ablesen. Da informiert das Ministerium auf seiner Website darüber, dass der Zeitpunkt der Einführung der Plakette noch nicht feststeht, dass das Bundesumweltministerium mit den Ländern und den anderen Ressorts die Ausgestaltung genau prüfen wird, dass nur Dieselfahrzeuge mit hohem Stickoxidausstoß betroffen sein werden und dass es Ausnahmeregelungen geben soll, um soziale Härten zu vermeiden. Da lese ich also ein deutliches Problembewusstsein heraus. Meine Damen und Herren, wichtiger als über neue Fahrverbotszonen für die Bürger nachzudenken, ist es, sich anzuschauen, was auf der Umweltministerkonferenz noch diskutiert wurde. Da ging es nämlich um die Manipulationsvorwürfe bei Diesel-PKWs, die illegalen Abschalteeinrichtungen in Fahrzeugen, um die Überwachung der Emissionen und um neue europäische Abgaskontrollen. Hier, meine Damen und Herren, liegen für mich die Handlungsschwerpunkte der Politik. Hier muss es schnell vorangehen, mit härteren Kontrollen und mehr Ehrlichkeit statt mit neuen Fahrverboten. Der erste Adressat, wenn es um Fortschritte bei der Lufteinhaltung und beim Klimaschutz geht, sind die Hersteller, nicht der Bürger und der Handwerker, die sich auf hohe Emissionsstandards bei ihren Euro 5 Dieseln verlassen haben. Vielen Dank. Soweit also die Ansicht der CDU-CSU-Fraktion. Marie-Louise Dött war das, Sprecherin für Umwelt- und Naturschutz. Weiter geht es jetzt mit Ralf Lenkert. Auch er ist Sprecher für Umweltpolitik seiner Fraktion, nämlich der Linken. Sehr geehrte Frau Präsidentin, geehrte Kolleginnen und Kollegen, Abgastests unter realen Bedingungen des Verkehrs wurden jahrelang verhindert. Die Bundesregierung hat durch Mittelkürzungen die Möglichkeiten des Kraftfahrtbundesamtes zu eigenen Fahrzeug- und Abgastests eingeschränkt und sich auf die Angaben der Automobilhersteller verlassen und letztendlich sogar die Testverfahren nach deren Wünschen verändert. 3 Jahre lang arbeitete ich in der Entwicklung eines Automobilzulieferers und weitere 2,5 Jahre als Qualitätsmanager in einem Zulieferwerk. Die Autohersteller kennen ganz genau die Belastung ihrer Fahrzeuge. Sie wissen, wie Pkw in Städten, auf dem Land, in Europa oder den USA üblicherweise genutzt werden und sich verhalten. Wenn Bundesregierung, EU-Kommission und Hersteller gewollt hätten, gäbe es Abgastests im realen Fahrbetrieb seit Jahren. Jetzt gibt es den Abgasskandal und es wird klar, warum trotz Umweltzonen, trotz Euro 4 und Euro 5 Norm zu viele Stickoxide und zu viel Feinstaub in unseren Innenstädten auftreten. Bürgerinnen und Bürger haben das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit und ein Anrecht auf Mobilität. Die Bundesregierung steht nun vor einem selbstverschuldeten Dilemma. Ignoriert sie die Gesundheitsgefahren für die Bevölkerung oder schränkt sie die Mobilität von über 13 Millionen Nutzerinnen und Nutzern von Diesel-PKWs ein? Die angefangene Debatte zur blauen Umweltplakette und zur Euro 6 Norm sehen wir kritisch. Auch Diesel-Pkw, die die Euro 6 Norm erfüllen im Teststand, erfüllen im Realbetrieb nicht einmal Euro 5. Wieso sollen Benzin- und Gasfahrzeuge eigentlich mitgestraft werden? Und wieso sollen die 13 Millionen Fahrerinnen und Fahrer älterer Dieselfahrzeuge mit der Aussperrung aus Umweltzonen für den Betrug durch die Autolobby bestraft werden? Die Linke lehnt es ab, die Betrugsopfer mit Mobilitätseinschränkungen zu bestrafen. Wir fordern eine Kompensation durch die Verursacher. Mobilität ermöglichen jedoch nicht nur Pkw. Die Linke setzt sich seit Jahren für besseren öffentlichen Personenverkehr ein. Der derzeitige Vorschlag der Bundesregierung zu Regionalisierungsmitteln im Bahnverkehr kürzt diese Mittel für die Ostländer und bedeutet für meine Heimat Thüringen, dass bis 2030 über 500 Millionen Euro weniger für den Schienenverkehr, für Regionalbahn und Regionalexpresszüge zur Verfügung stehen. Das bedeutet,
Menschen müssen zwanghaft zusätzlich ein Auto nutzen. Deshalb bringt die Linksfraktion heute einen Antrag zur Erhöhung der Regionalisierungsmittel auf 8,5 Milliarden Euro ein. Mit dieser Summe kann es in Ballungszentren mehr Schienenverkehr geben und in der Fläche, insbesondere in Ostdeutschland, bleibt das Angebot erhalten. Pendler könnten weiter und öfter Züge statt Pkw nutzen, was Stickoxid- und Feinstaubbelastung reduziert. Die Bundesregierung könnte somit eine Teilgutmachung für ihr Versagen bei der Kontrolle der Autoindustrie leisten. Außerdem muss das Kraftfahrtbundesamt wieder in die Lage versetzt werden, realitätsnahe Tests auch für Abgase selbst durchzuführen. Denn bevor eine Plakette für eine Euro-6-Norm verbindlich eingeführt wird, braucht es reale Abgasmessungen. Die Automobilhersteller müssen Verantwortung für ihre falschen Angaben übernehmen und die Folgen ihres Handelns kompensieren. Klar ist, eine eventuelle Nachrüstung der Dieselflotte dauert Jahre und ist vielleicht gar nicht möglich. So lange will die Linke nicht warten. Deshalb müssen sich Automobilhersteller über andere Maßnahmen an der Einhaltung der Grenzwerte für Feinstaub und Stickoxide in unseren Städten mitwirken. Eine Variante wäre, dass die Autohersteller zur Kompensation die Elektrifizierung von Bahnstrecken übernehmen. In Jena könnte beispielsweise durch die Elektrifizierung der Mitte-Deutschland-Verbindung sowohl die Feinstaub- als auch die Stickoxidbelastung deutlich reduziert werden. Eine weitere Möglichkeit wäre, die Autohersteller zum Unterhalt, zum Bau und zur Pflege von Grünanlagen in Städten zu verpflichten. Dies würde den betroffenen Menschen vor Ort zugutekommen. Dies und weitere Kompensationsauflagen müssen gelten, bis alle Fahrzeuge die Norm, und zwar im Realbetrieb, einhalten. Liebe Koalitionäre, entwickeln wir gemeinsam unkonventionelle Lösungen, um Gesundheitsschutz und Mobilität zu sichern und die Produktverantwortung auch für Automobilfirmen endlich durchzusetzen. Frau Senkert war das für die Linksfraktion in dieser aktuellen Stunde zu den gesundheitsgefährdenden Abgasbelastungen in deutschen Großstädten. Nächste Rednerin ist jetzt Bundesumweltministerin Barbara Hendricks. Sie gehört der SPD an. Liebe Kolleginnen und Kollegen, in rund 60 Gebieten, das entspricht übrigens auch etwa 60% der innerstädtischen Messstellen, also in rund 60 Gebieten in Deutschland, wurde zwischen 2010 und 2013 der zugelassene Jahresmittelgrenzwert an Stickstoffdioxid deutlich überschritten. Als Hauptursache für die schlechte Luftqualität in diesen Gebieten gelten die Abgase aus Dieselfahrzeugen. In der vergangenen Woche hat sich eine Sonderumweltministerkonferenz, Frau Kollegin Dött hat es bereits erwähnt, mit diesem Thema befasst. Dort wurde zum einen über die Abgasmanipulationsvorwürfe gesprochen, aber auch darüber, wie die schädlichen Emissionen im Straßenverkehr verringert werden können. Die Umweltminister aus allen 16 Bundesländern waren sich völlig einig, dass die Situation in diesen Gebieten verbessert werden muss. Und zwar nicht nur aus zwingenden rechtlichen Gründen, sondern auch, das bitte ich dann auch alle Autofreunde unter uns zur Kenntnis zu nehmen, weil Stickstoffdioxid eine sehr ernstzunehmende Gefahr für die Gesundheit der dort lebenden Menschen darstellt. Und in der Tat, Frau Dött, die Umweltminister haben auch andere Alternativen erwogen. Denn im Vertragsverletzungsverfahren, das wir seit dem vergangenen Sommer von der EU haben, sind ja auch mehrere Möglichkeiten aufgezeigt. Aber, Kollege Maywald, auch das grün regierte Baden-Württemberg hat sich zum Beispiel gegen eine Abschaffung der Dieselsteuerprivilegien ausgesprochen. Das hat dort keine Mehrheit, schon gar kein Einvernehmen gefunden, aber auch keine Mehrheit. Verständigt hat man sich aber darauf, tatsächlich mir sozusagen zu empfehlen, die blaue Plakette jetzt einzuführen. Das will ich in dem Zusammenhang sagen. Und weil das also so ist, weil die Gesundheit tatsächlich auch wirklich beeinträchtigt ist, hilft es nicht, sich einerseits gegen jede denkbare mögliche Einschnitte bei den Autofahrern zu profilieren und dann an anderer Stelle über Gesundheitsgefahren durch schlechte Luftqualität sich zu beschweren. Ich danke Ihnen sehr dafür, Frau Dött, dass Sie meine abgewogenen Äußerungen auf der Homepage meines Hauses gelesen haben. Es hat ja am Wochenende Skandalisierungen gegeben, an denen mehrere beteiligt waren, um es mal vorsichtig auszudrücken.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, im vergangenen Jahr wurde der Grenzwert an mehr als der Hälfte der verkehrsnahen Messstellen in Innerstädten immer noch überschritten. Und das muss eben jeden alarmieren, der sich mit den gesundheitlichen Auswirkungen befasst hat. Die EU-Kommission hat ja, wie ich eben schon sagte, ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland eingeleitet. Das muss uns mindestens genauso alarmieren, abgesehen davon, dass wir selbstverständlich verpflichtet sind, diese Verträge auch zu erfüllen. Trotz strengerer Abgasnormen haben auch neue Diesel-Pkw immer noch deutlich höhere reale Emissionen als Benzin-Pkw. Und übrigens, wir haben im Mai des vergangenen Jahres, Herr Kollege Lutz, dafür gesorgt, dass wir endlich diese Richtlinie zu den Real Driving Emissions auf der europäischen Ebene auf den Weg gebracht haben. Die Technische Kommission hat dann erst nach den VW-Ereignissen, um es mal so zu sagen, sich damit befasst. Aber die Richtlinie ist voriges Jahr im Mai ergangen und wird seitdem ausgearbeitet. In Verbindung mit dem steigenden Anteil an Diesel-Pkw führt eben das dazu, dass die Realemissionen einfach höher sind, dass die Belastung in den Innenstädten nach wie vor deutlich zu hoch ist. Und das müssen wir ganz offenbar ändern. Welche Maßnahmen wir dafür ergreifen, das wird sich zeigen. Aber wir müssen es auf jeden Fall ändern. Der Gesundheitsschutz sollte übrigens auch bei den Automobilherstellern oberste Maxime sein. Sie müssen die Dieselfahrzeuge so schnell als möglich wirklich sauber auf die Straße bringen. Nur auf diese Weise kann auch das Vertrauen der Kunden in die Dieseltechnologie schrittweise zurückgewonnen werden. Und daran liegt mir durchaus sehr, dass das Vertrauen zurückgewonnen wird. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die neuen Regelungen auf EU-Ebene und die zukünftigen Messungen auf der Straße haben wir ja maßgeblich von Deutschland aus forciert. Wir setzen uns außerdem dafür ein, dass die verbesserten Fahrzeuge erheblich früher auf den Markt kommen als bisher vorgesehen. Wir wissen aber auch, dass es ohne weitere Maßnahmen immer wieder zu örtlichen Überschreitungen des Grenzwertes kommen wird. Die Umweltministerkonferenz hat daher eingefordert, dass die Manipulationsvorwürfe umfassend aufgeklärt werden und sichergestellt wird, dass Manipulationen in Zukunft nicht mehr auftreten können und dass alle betroffenen Fahrzeuge ohne Kosten und Nachteile für die Autobesitzer vorschriftenkonform nachgebessert werden und dass die EU-Abgasvorschriften wasserdicht ausgestaltet werden und die Nichteinhaltung der Vorschriften entsprechend sanktioniert wird. Allen diesen Vorschlägen kann ich mich sehr wohl anschließen. In dem Zusammenhang, Herr Lutz, der Herr Lutz, der dem Kollegen Dobrindt Untätigkeit vorgeworfen hat. Waren Sie, Herr Maywald? Entschuldigung, bitte um Entschuldigung. Also, am Wochenende hat mich der Kollege Dobrindt ja nicht so lieb behandelt, aber ich stehe nicht an zu sagen, der ist nicht tatenlos geblieben. In relativ überschaubarer Zeit wird er die Ergebnisse seiner Arbeit vorlegen können. Nein, ich verstehe das sehr wohl. Also es hat auf der Umweltministerkonferenz Herr Staatssekretär berichtet, einen sehr ausführlichen mündlichen Bericht gegeben, der nicht schriftlich bisher vorliegt. Und ich finde, er hat zu Recht darauf hingewiesen, dass zum Beispiel eine NGO wie, sagen wir mal, die Deutsche Umwelthilfe durchaus Gutachten veröffentlichen kann, Messergebnisse veröffentlichen kann, was auch immer. Dass aber, wenn der Staat das tut, dass das dann wirklich wasserdicht sein muss und deswegen und auch vor Verwaltungsgerichten überprüfbar sein muss. Und deswegen habe ich Verständnis dafür, dass auch in dem Zusammenhang Sorgfalt vorgeht. Jetzt habe ich aber eins gut bei Kollegen Dobrindt, oder? Müsste eigentlich, ne? Also, auch durch die Elektromobilität kann natürlich die Qualität unserer Luft spürbar verbessert werden. Und abgesehen davon ist natürlich auch ein gut ausgebauter ÖPNV sehr hilfreich dabei. Die Umweltminister haben die Bundesregierung außerdem gebeten, die Kennzeichnungsverordnung so fortzuschreiben, dass neben Benzin- und Elektrofahrzeugen mittelfristig und stufenweise nur noch Dieselfahrzeuge mit niedrigen Emissionen die Einfahrt in belastete Gebiete erlaubt wird. Dieses Anliegen wird durchaus von mir unterstützt, denn irgendeine der denkbaren Maßnahmen werden wir ja wohl ergreifen müssen. Das ist immer nur ein Hilfskonstrukt. Besser wäre es natürlich, wir hätten gleich saubere Autos, das ist ja klar. Wie die Kennzeichnung von Fahrzeugen mit geringerem Schadstoffausstoß am Ende aussehen könnte, ist natürlich noch zu diskutieren.
Es gibt also wirklich keinen Anlass zur Panik. Leider hat es hier eine völlig unnötige und völlig übertriebene Darstellung in einigen Medien gegeben, insbesondere was die Zahl der potenziell betroffenen Fahrzeuge betrifft. Die betroffenen Gebiete werden sicher nicht die Größe der heutigen Umweltzonen haben. Eine neue Umweltplakette ist nämlich nur für kleinräumige, besonders stark befahrene Gebiete gedacht. Und an diesen Straßen leben meistens die Menschen, die sich die teuren Wohnlagen nicht leisten können. Auch das bitte ich unter sozialen Gesichtspunkten mit ins Auge zu fassen. Das Ob und das Wann werden dann später vor Ort entschieden, genauso wie die Übergangsphasen mit Ausnahmeregelungen für Anwohner und Gewerbetreibende. Denn natürlich wollen auch die Umweltminister der Länder und ich selbstverständlich auch soziale und wirtschaftliche Härten vermeiden. Ich persönlich habe übrigens genügend Vertrauen in die Kommunen, dass sie hier mit Augenmaß vorgehen werden. Es geht ja darum, den Kommunen eine Rechtsgrundlage an die Hand zu geben, mit der sie sicher ein solches Verfahren einleiten können. Die Kommunen, die für sich keine andere Möglichkeit sehen, als das Problem über Fahrbeschränkungen in besonders belasteten Gebieten zu lösen, benötigen eben eine solche Rechtsgrundlage. Und die müssen wir ihnen zur Verfügung stellen. Andernfalls würden wir auch gar keine Chance haben, das EU-Vertragsverletzungsverfahren abzuwenden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich werde mich innerhalb der Bundesregierung für eine vernünftige und sachgerechte Regelung einsetzen, die der einstimmigen Aufforderung der Länder folgt und neben allen anderen Interessen die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger mit im Blick behält. Und da Sie bei der Beantragung der Aktuellen Stunde, liebe Mitglieder der Fraktion der Grünen, mich ja nach der Haltung der Bundesregierung fragen, selbstverständlich ist der Gesundheitsschutz der Bevölkerung ein Anliegen der gesamten Bundesregierung. Ich bin sicher, dass alle Mitglieder dieses Hohen Hauses das ebenso uneingeschränkt unterstützen. Herzlichen Dank. Soweit also die Bundesumweltministerin Barbara Hendricks in dieser Aktuellen Stunde. Nächster Redner ist jetzt Carsten Müller für die CDU-CSU. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Eine moderne, umweltbewusste Mobilitätspolitik kann nicht alleine auf Verbote und Einschränkungen setzen. Da brauchen wir deutlich mehr. Die Unionsfraktion macht dafür gute Vorschläge. Meine Damen und Herren, es ist hilfreich, im Rahmen dieser Aktuellen Stunde auch noch mal einen Blick zurückzunehmen, wo wir herkommen und wo wir heute stehen. Der Ausstoß der schädlichen Stickoxide ist in den vergangenen Jahren erheblich reduziert worden. Wir haben erhebliche Fortschritte erreicht. Die Stickstoffoxidemissionen von 1990 bis 2013 sind um 56% zurückgeführt worden. Das entspricht einem Volumen von 1,6 Millionen Tonnen. Und den maßgeblichen Anteil an dieser drastischen Reduzierung hat der Verkehrsbereich geliefert mit einem Minus von fast einer Million Tonnen. Und das im Übrigen trotz nicht unerheblich gestiegener Verkehrsleistung. Trotzdem ist eines klar, die Stickstoffoxidemissionen müssen weiterhin abgesenkt werden. Dafür ist allerdings nach unserer und nach meiner Auffassung das Aussperren von Diesel-PKWs aus den Innenstädten nicht hilfreich. Ich halte einen solchen Bann für unsozial. Das ist interessanterweise heute auch mal in einem Beitrag der Linksfraktion angeklungen. Sie schränkt die Mobilität ein und sie verursacht doch nicht unerheblichen finanziellen Schaden für Handwerksfirmen, Mittelständler, meine Kollegin Marie-Louise Detter darauf richtigerweise hingewiesen, und auch auf sozial schwächer gestellte Privathaushalte. Mich stört an der Zielrichtung des am Wochenende in die Diskussion gestellten Vorschlages vor allen Dingen eines, nämlich die Unklarheit, die damit bewirkt worden ist. Es ist leider eben nicht ganz konkret gesagt worden, was eigentlich intendiert ist und wie es erreicht werden soll. Und insofern will ich bei aller grundsätzlichen Zustimmung auch etwas Kritik an Ihnen, Frau Bundesumweltministerin, üben. Ich finde, die Ausführungen auf der Internetseite Ihres Hauses sind insofern nicht hilfreich. Ich zitiere: Auf die Frage, welche Beschränkungen in Zukunft für Fahrzeuge gelten sollen, wird dort ausgeführt, wortwörtlich: Das steht noch nicht endgültig fest. Das Bundesumweltministerium wird das mit den Ländern und den anderen Ressorts genau prüfen. Betroffen sein werden Dieselfahrzeuge mit hohem Stickoxidausstoß. Es wird Ausnahmeregelungen geben, um soziale Härten zu vermeiden. Das ist zwar in der Sache richtig, aber eines ist doch vollkommen klar. Wenn man eine solche unklare Position schriftlich niederlegt, dann führt das genau zu diesen Reaktionen, die wir am vergangenen Wochenende in der Öffentlichkeit erlebt haben. Und das ist vorhersehbar. Und deswegen halte ich das
für verkehrt. Das ist im Übrigen auch der sachlichen Diskussion etwas sehr abträglich. Meine Damen und Herren, wir dürfen eines nicht vollkommen aus dem Blick verlieren. Wir reden hier über die Mobilität von rund 13 Millionen Dieselfahrern. Es ist durchaus nicht auszuschließen, dass 3 Millionen Fahrer etwas älterer Fahrzeuge mit Otto-Motor ebenfalls betroffen sein werden. Und dann ist, wie gesagt, auch diese öffentliche Diskussion nicht vollkommen überraschend. Fand im Übrigen ganz interessant die Einlassung der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Die Kollegin Hasselmann, kann sie eben gerade nicht sehen, hat dazu eine interessante Pressemitteilung am 12.04.2016 verbreitet. Das Bemerkenswerte an dieser Pressemitteilung ist im Übrigen Folgendes, dass das Abweichen von allen bisherigen Redebeiträgen ein Begriff in dieser Pressemitteilung überhaupt nicht auftaucht, nämlich der Begriff Gesundheitsschutz. Den lesen Sie in Ihrer Pressemitteilung nicht. Es geht vielmehr um ein weiteres Skandalisieren der Vorgänge bei VW, und dafür verwenden Sie im Grunde die gesamte Pressemitteilung. Ich halte das auch insofern für nicht geboten, weil eines vollkommen unbestritten ist: Die Aufklärungsarbeit, die die Bundesregierung leistet, ist besonders zu loben, und Sie verunsichern mit einer solchen Stellungnahme vor allen Dingen die 620.000 Beschäftigten bei Volkswagen und die vielen 100.000 Beschäftigten bei den Zulieferunternehmen. Ich glaube, man kann heute sagen, dass Volkswagen die Lektion gelernt hat, und insofern braucht es einer solchen Diffamierung nicht. Meine Damen und Herren, wir sagen Finger weg von dieser nicht ausgegorenen Plakette. Wir sagen auch, dass es andere Bereiche gibt, denen wir uns eher zuwenden sollten. Die Kollegin Nissen, die mich eben auch ambitioniert anschaut. Wir beide zusammen haben das Thema beispielsweise von vollkommen emissionsunregulierten Nebenaggregaten auf Kühlfahrzeugen hier diskutiert. Da sind wir uns im Übrigen sehr einig. Ein solches Aggregat hat den fast 200-fachen Stickoxidausstoß, den ein moderner Diesel-Pkw hat. Ich glaube, da lohnt es sich einfach auch anzusetzen. Das sind unsere Vorschläge, und deswegen in aller Kürze zusammengefasst: Eine moderne, umweltbewusste Mobilitätspolitik darf eben sich nicht nur auf Verbote und Einschränkungen beziehen. Wir wollen die Bürgerinnen und Bürger nicht verunsichern. Wir müssen vielmehr zweitens einen klugen und diskriminierungsfreien Ansatz wählen. Und drittens, eins ist vollkommen klar: Transparenz bei Prüfwerten, nachhalten, ambitionierte, aber erreichbare Emissionsvorgaben, intelligente Verkehrssteuerung, ein attraktiver öffentlicher Personennahverkehr. Das und das Fordern und Fördern von emissionsarmen Fahrzeugen sind der richtige Weg, und den wollen wir als Unionsfraktion beschreiten. Vielen Dank. Carsten Müller war das, CDU-CSU-Fraktion. Nächster Redner ist jetzt Thomas Lutze für die Linksfraktion. Kollege Lutze von der Fraktion Die Linke das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir sind uns sicherlich einig, dass Feinstaub und Stickoxide für die Gesundheit von uns Menschen alles andere als förderlich sind, eher im Gegenteil. Aber manchmal zeigt allein schon die Verwendung eines Begriffs wie Feinstaub, dass das Problem und die Brisanz eher verharmlosend wahrgenommen wird. In der gesellschaftlichen Wahrnehmung gelten nämlich die Gefahren von Feinstaub oftmals als klein, weil es eben als fein bezeichnet wird. Dabei sind Feinstaub und vor allen Dingen zunehmend auch die Stickoxide für die Menschen lebensgefährlich. Daher ist alles zu unternehmen, dass die Konzentration gerade in den Innenstädten, wo viele Menschen leben, deutlich gesenkt werden. Wenn man sich heute zum Beispiel eine Schachtel Zigaretten kauft, dann weiß man in der Regel, was man seinem Körper antut. Man muss nur auf die Schachtel gucken. Wenn man aber gleichzeitig, ohne zu rauchen, durch eine Innenstadt läuft, kann man nur erahnen, was danach mit der Lunge passiert. Das ist für meine Begriffe ein unmöglicher Zustand, weil beide Sachen fast gleich gefährlich sind. Doch was passiert in der verkehrspolitischen Realität? Während die Autos, so glaubt man der Automobilindustrie, immer sauberer wären, nimmt die Stickoxidkonzentration in vielen Städten eher zu. Vielerorts werden die gesetzlichen Grenzwerte überschritten, deutlich überschritten, dauerhaft überschritten, teilweise auch um ein Vielfaches. Und um dieses Problem zu lösen, helfen uns keine neuen Plaketten, Umweltzonen oder halbherzige Fahrverbote. Wir brauchen vielmehr ein Umdenken der Verkehrspolitik. Drei Punkte. Erstens, Mobilität kann für meine Begriffe nicht bedeuten, dass ich mit meinem Auto jederzeit überall hinfahren kann.
Aber nicht Fahrverbote sind dafür letztendlich zielführend, sondern ein attraktives Angebot im ÖPNV. Und solange Bus und Bahnen bei vielen Menschen als zu teuer wahrgenommen werden, bleiben sie nun mal leider Gottes hinter ihrem eigenen Lenkrad sitzen. Und um den ÖPNV flexibel und flächendeckend zu gestalten, muss der Bund endlich mehr Geld in die Hand nehmen. Die Umweltminister der Länder haben auf ihrer Konferenz zum Thema automobile Abgasemissionen genau das deutlich gemacht, dass hier der Bund gefragt ist. Aber auch eine Politik der kurzen Wege, die kurze Wege fördert, die regionale Wirtschaftskreisläufe fördert, kann Verkehr vermeiden und damit die Umweltbilanz verbessern. Alles das passiert leider Gottes in der Großen Koalition derzeit nicht. Zweiter Punkt. Wir brauchen eine echte Förderung der sogenannten E-Mobilität im Pkw-Bereich. Da helfen uns keine Kaufprämien für vollkommen überteuerte E-Autos. Da müssen schärfere Gesetze und klarere Regeln her. Ein kleines Beispiel für ein kleines Segment. Was spricht denn dagegen, dass man ab 2017 keine Taxis neu zulässt, die noch einen Dieselmotor haben? Oder ab 2019 überhaupt keine Taxis mehr neu zulässt, also Neuwagen zulässt, die noch einen Verbrennungsmotor haben? Ich gebe Ihnen Brief und Siegel, der Marktführer im Taxi-Automobilbereich, Mercedes-Benz, braucht keine 14 Tage, um ein marktfähiges Auto auf die Straße zu stellen. Wenn wir das aber nicht machen, werden wir noch 10 Jahre darauf warten, bis diese Firma tatsächlich Elektromobile herstellt, die konkurrenzfähig sind und als Taxi genutzt werden könnten. Drittens die Dieselsubvention. Dass Dieselabgase deutlich gefährlicher sind als die von anderen Verbrennungsmotoren, hat sich ja nun herausgestellt und ist unstrittig. Trotzdem ist die Energiesteuer, früher Mineralölsteuer, für Dieselfahrzeuge ca. 17 Cent pro Liter günstiger, billiger als für Benzin. Warum nutzen wir denn die Chance der derzeitig niedrigen Kraftstoffpreise nicht, um diese Steuersätze anzugleichen? Und um eins ganz deutlich zu sagen, damit es keine zusätzliche Belastung für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gibt, die täglich auf ihr Auto angewiesen sind und noch einen Diesel haben, kann man auch problemlos dann hingehen, wenn man den ersten Schritt macht, im zweiten Schritt zu sagen, dann gleicht man auch die Kfz-Steuer an, und zwar auf das Niveau der Benzinfahrzeuge, also senkt die Kfz-Steuer. Ich glaube, dass auch bei der Linken nicht ganz unumstritten der Vorschlag. Aber ich glaube, dass so ein Schritt dazu führen würde, dass sich viele Menschen, die sich ein neues Auto kaufen, ernsthaft darüber nachdenken, ob es tatsächlich ein Diesel sein muss oder ob man nicht auch auf eine andere Antriebsart setzen kann. Mein Fazit ist, ich denke schon, dass wir im Bundestag das Problem erkannt haben. Ich glaube, da muss man schon blind sein, wenn das nicht der Fall sein sollte. Und dass auch Einigkeit darüber besteht, dass gehandelt werden muss. Damit sich aber die Luft in unseren Innenstädten tatsächlich deutlich verbessert, ist jetzt das Handeln gefragt. Die Oppositionsparteien und auch die Linke haben mir Vorschläge gemacht. Jetzt muss auch die Regierung handeln. Ein herzliches Glück auf. Vielen Dank. Vielen Dank. Thomas Lotze war das für die Linksfraktion und seine Vorschläge zur Reduzierung der Feinstaubbelastung in den deutschen Städten. Weiter geht es mit Uli Nissen für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir besprechen in der heutigen Aktuellen Stunde das wichtige Thema der gesundheitsgefährlichen Abgasbelastung in vielen deutschen Städten. Ich bin der Ministerin Barbara Hendricks und der Umweltministerkonferenz dankbar, dass sie das Papier Automobile Abgasemissionen minimieren, Luftreinhaltepolitik konsequent weiterentwickeln, Verantwortung für den Gesundheitsschutz ernst nehmen, vorgelegt haben. Das Thema Gesundheitsschutz hat für mich eine ganz hohe Priorität. Wir sprechen hier auch nicht zum ersten Mal über das Problem der Luftverschmutzung in unseren Städten. Das Thema ist seit Dieselgate immer mehr in den Fokus gerückt. Die Abgasmanipulationen hatten zur Folge, dass die Grenzwerte im Testjahr in der Realität jedoch nicht eingehalten werden. Das bedeutet, dass die Schadstoffbelastung natürlich auch höher ist. An 2/3 aller verkehrsnahen Messstationen wurde 2015 der EU-Grenzwert von Stickstoffdioxid von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter überschritten. Bundesweit liegt Stuttgart bei NOx mit 87 Mikrogramm an der Spitze. Aber auch an der Friedberger Landstraße, mitten in meinem Frankfurter Wahlkreis, lagen die Werte mit 53 Mikrogramm deutlich über den Grenzwerten. In vielen Städten gab es Feinstaubalarm, in diesem Jahr sogar schon mehrfach in Stuttgart.
Wegen der Überschreitung der Grenzwerte läuft auch ein Vertragsverletzungsverfahren der EU gegen Deutschland. Grenzwerte gibt es nicht aus Spaß, sondern sie haben einen wichtigen Grund. Diese Grenzwerte gibt es, weil die Überschreitung eine extreme Belastung für die Gesundheit ist. Traurige Wahrheit ist es auch, es gibt immer mehr Tote durch Verkehrsabgase als durch Verkehrsunfälle. Die EU geht davon aus, dass jedes Jahr mehr als 10.000 Menschen in Deutschland vorzeitig an den Folgen von NOx-Konzentrationen in der Atemluft sterben. Mehr als 10.000 Menschen schmerzlich vermisst von ihren Angehörigen und Freunden. Auch denen gegenüber haben wir eine Verantwortung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir wissen, dass nicht nur die Dieselfahrzeuge für die Emissionen zuständig sind, aber sie verursachen die meisten NOx-Emissionen. Will man die Emissionen senken, müssen wir auch an die Hauptverursacher gehen. Das heißt, wir brauchen schnellstmöglich saubere Fahrzeuge. Was können wir tun? Die Sonderumweltkonferenz hat eine Reihe von Vorschlägen formuliert. Unter anderem Manipulationen müssen aufgeklärt werden, Vorschriften auf EU-Ebene wasserdicht machen, Sanktionen, wenn das nicht passiert. Und wichtig, die Hersteller sind in der Pflicht. Sie müssen die Kontrollen für die Kosten übernehmen. Ich glaube, hierüber müssen wir nicht diskutieren, das unterstützen sicherlich alle. Klar ist, wir müssen handeln, die Fahrzeuge und die Städte müssen sauberer werden. Zunächst sehe ich ganz klar die Automobilindustrie, die Hersteller in der Pflicht. Dies sehe ich aber nicht als Belastung, sondern als Herausforderung, als große Chance, die unsere großartige deutsche Automobilindustrie sicherlich hervorragend bewältigen wird. Denn emissionsarme oder sogar emissionsfreie Mobilität ist die Zukunft. Das sollten wir doch inzwischen alle begriffen haben und es als große Chance sehen, welche internationale Vorreiterrolle wir hier einnehmen können. Wir brauchen emissionsarme Technologien. Das können alternative Kraftstoffe oder Antriebe, zum Beispiel E-Mobilität, sein. Ich versuche, meinen Teil zur Luftreinheit beizutragen. Ich bin auch im Winter meist gut warm angezogen mit meinem Elektrofahrzeug, dem Roller oder dem Twizy unterwegs. Wir müssen sicherlich auch weitere Schadstoffquellen identifizieren und auch dort ansetzen. Baumaschinen, Busse, andere Nutzfahrzeuge sollen wir ebenfalls betrachten. Ich glaube, Herr Müller, wir haben den ähnlichen, selben Kontakt gehabt. Ich hatte einen Kontakt zu einem Hersteller, der emissionsfreie Kühlanlagen für Kühltransporte entwickelt. Auch Busse fahren teilweise schon mit emissionsfreien Klimaanlagen. Das sind zwar alles nur kleine Teile, aber auch daran müssen wir arbeiten. Solche Technologien müssen wir unterstützen, damit sie weiterentwickelt werden können. Wir brauchen aber auch neue, kluge Verkehrskonzepte mit weniger Autos in den Städten. Das geht nur mit einem besseren ÖPNV. Wollen wir weiter jahrzehntelang Autoschlangen, die morgens in die Ballungsräume hineinkriechen und abends wieder hinaus? Innenstädte, in denen zu Stoßzeiten jeder Radfahrer schneller ist als die Autofahrer, die im Stau stehen? Ist das moderne, innovative, nachhaltige, umweltfreundliche Verkehrspolitik? Sind das die Städte der Zukunft? Nein, wir brauchen insgesamt weniger Autos in den Städten, nicht nur weniger Dieselfahrzeuge, sondern allgemein einen besseren, verlässlichen ÖPNV. Wenn der ÖPNV gut funktioniert, lassen viele Menschen gerne ihre Autos stehen. Hier müssen wir mehr Geld in die Hand nehmen. Hier sollten die Kommunen auch die nötige Unterstützung bekommen, dass sie das leisten. Denn wir müssen etwas tun. Es gibt viele Stellen, an denen wir ansetzen können. Die Mobilität moderner, innovativer und vor allem umweltfreundlicher wird. Das ist unsere aller Aufgabe. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Als nächster Uli Nissen war das für die SPD. Weiter geht es jetzt mit Oliver Krischer, stellvertretender Vorsitzender der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, man muss hier noch mal klar sagen, worüber wir hier reden. Es geht um 10.000 Menschen, die in Deutschland jedes Jahr vorzeitig sterben, weil wir zu hohe Emissionen aus dem Verkehrssektor haben. Und ich finde, jede Bundesregierung und jeder Minister dieser Bundesregierung müsste alles Notwendige tun, damit diese Zahl zurückgeht. Das ist die Herausforderung, vor der wir stehen. Darum müssen wir uns kümmern. Und da kann ich bisher sehr, sehr wenig feststellen von dieser Bundesregierung. Und das muss einfach mal klar gesagt werden. So, und dann Herr Müller. Sie haben eben gesagt, die Stickoxidemissionen in Deutschland seien seit 1990 gesunken. Ja, sie sind gesunken.
aber nur auf dem Papier. In der Realität sind sie gestiegen, weil die Fahrzeuge eben das nur auf dem Rollenprüfstand einhalten. Und wenn sie draußen auf der Straße in den Innenstädten fahren, steigen die Emissionen. Das ist genau das Problem. Und dass Sie das immer noch nicht kapiert haben, dass Sie hier das Weiter des Märchens des sauberen Diesels erzählen, das zeigt einfach, dass es immer noch nicht angekommen ist, wo das Problem ist, meine Damen und Herren. Und ich sage an der Stelle, das Problem, dass wir diese hohe Stickoxidbelastung in deutschen Städten haben, das ist ein Problem, das das Verkehrsministerium, das Alexander Dobrindt verantwortet, weil der hätte in der Vergangenheit jede Möglichkeit gehabt, genau das abzuändern, zu überprüfen, auf die Hinweise einzugehen. Und das, meine Damen und Herren, hat er nicht getan. Und damit trägt er die politische Verantwortung dafür, was dort passiert. So, und Frau Hendricks, ich bin ja ehrlich gesagt hier hingekommen, um Sie zu loben, weil ich fand es gut, dass Sie, die 16 Umweltministerinnen und Umweltminister der Länder, übrigens parteiübergreifend, da sind sogar zwei der CDU bei, also es gibt sogar, war mir gar nicht klar, es gibt sogar eine CSU-Umweltministerin, ich dachte, in Bayern haben die sowas gar nicht, aber dass Sie die unterstützt haben, weil nämlich in dem zuständigen Ressort in der Bundesregierung nicht gehandelt wird, das war in Ordnung. Jetzt höre ich von Ihnen hier, dass Sie sagen, ach ja, der Herr Dobrindt macht schon seine Arbeit. Meine Damen und Herren, wir müssten nicht über eine blaue Plakette reden, würde Herr Dobrindt seine Arbeit machen. Das ist die Wahrheit. Und dass Sie sich jetzt vor den stellen, lässt mich daran zweifeln, dass Sie tatsächlich ernsthaft was machen oder dass es wieder nur eine Shownummer ist. Man hat mal gefordert und am Ende setzt sich der Kabinettskollege Verkehrspolitik durch. Das kann nicht sein. Es muss endlich an der Stelle vorangehen. Und ich finde es gut, dass die Umweltminister 32 Punkte beschlossen haben. Eine davon ist die blaue Plakette. Und man kriegt ja ein Déjà-vu. Weil die gleiche Debatte, dieses Gepöbele, was Herr Dobrindt da jetzt wieder angefangen hat, von wegen, das sei mobilitätsfeindlich und das wäre alles eine soziale Frage, die gleichen Debatten haben wir geführt beim Katalysator, beim Rußfilter, bei der grünen Plakette. Und am Ende ist es gemacht worden, weil es notwendig ist und es hat die entsprechenden Erfolge beim Feinstaub gebracht. Und deshalb werden wir hier an der Stelle auch darum machen. Es geht doch nicht darum, dass man Autos auf den Städten verbannt, sondern es geht darum, das sagt auch die CSU-Ministerin aus Bayern, Herr Kollege, es geht darum, dass Kommunen endlich ein Instrument an die Hand kriegen, damit sie, wenn es bei ihnen wirklich über die Grenzwerte geht, handeln können. Das ist der Punkt und da macht das absolut Sinn. Und wenn Herr Dobrindt seinen Job machen würde, erledigt sich das Problem von alleine, dann brauchen wir gar keine blaue Plakette. Und wie wenig Herr Dobrindt seinen Job macht, möchte ich an einem aktuellen Beispiel mal zeigen. Die Automobilunternehmen in Deutschland, die sagen ganz offen, unter 10 Grad Außentemperatur wird die Abgasreinigungseinrichtung in den Dieseln abgeregelt, ganz oder teilweise. 10 Grad Außentemperatur, wir haben in Deutschland eine Durchschnittstemperatur von 10 Grad. Das heißt, 6 Monate im Jahr funktionieren diese Abgasreinigungseinrichtungen nicht. Und wir haben den Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages beauftragt, der sagt uns glasklar, das ist mit EU-Recht nicht vereinbar, das ist illegal. So, jetzt frage ich den Herrn Dobrindt und sein Ministerium, was tut denn die Bundesregierung da eigentlich? Wie ist man da aktiv? Und wissen Sie, was die Antwort ist? Gestern hier gegeben, man habe sich damit noch nicht beschäftigt, man müsse das sich jetzt mal angucken. Meine Damen und Herren, Frau Hendricks, wenn Sie sich mit solchem Verhalten eigen machen, dann verlieren Sie jede Glaubwürdigkeit, dass Sie diesem Thema auch etwas machen wollen. Der Kollege Dobrindt will nicht aufklären, er will die Probleme aussitzen. Und da erwarte ich von Ihnen, dass Sie Ihre Rolle als Umweltministerin ernst nehmen und nicht nur draußen sagen, wir müssen etwas tun, sondern sich endlich mal auch mit Ihren Umweltministerkollegen in den Ländern gegen den Herrn Verkehrsminister durchsetzen. Das ist die Herausforderung. Und was wir brauchen, das meine
Bemerkung zum Schluss neben Aufklärung und Transparenz. Wir brauchen endlich nachhaltige Mobilität. Wir brauchen eine Verkehrspolitik, die Umweltprobleme und Klimaschutz berücksichtigt. Wir brauchen Elektromobilität. Wir brauchen tatsächlich auch Technologien. Wir brauchen den ÖPNV. Alles das, heute Morgen haben wir das mit dem Flugverkehr diskutiert, alles das findet sich in diesem Verkehrsministerium nicht. Das geht ausschließlich in die falsche Richtung und das ist eine falsche Politik. Und ich habe inzwischen die Hoffnung aufgegeben, dass in diesem Verkehrsministerium noch einmal wirklich der Mut kommt. Frau Hendricks, ich würde mich freuen, wenn Sie sich durchsetzen, aber nach Ihrem heutigen Redebeitrag bin ich noch skeptischer geworden. Dankeschön. Soweit Oliver Krischer, Bündnis 90 Die Grünen. Nächster Redner ist jetzt Carsten Möhring für die CDU-CSU. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wenn ich Herrn Krischer so höre, dann stelle ich fest, er arbeitet sich mal wieder an seinem Lieblingsfeind ab, am Verkehrsminister. Aber wir sprechen hier jetzt mal um ein umweltpolitisches Problem. Das dürfen Sie. Ja, wenn das für Ihre seelische Hygiene notwendig ist, dann bitte schön, er wird das aushalten können. Okay, wenn Sie zwei zur Auswahl haben, dann haben Sie es ja gut. Wenn es nicht mehr sind, sind wir es auch zufrieden, Herr Hofreiter. So, also es geht ja um die umweltpolitischen Fragen der Abgasprobleme im Verkehr. Und da möchte ich mal eins vorausschicken. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass ich mal, und sei es nur partiell, mit der Fraktion der Linken oder einem Teil der Fraktion der Linken, in dem Fall muss ich Herrn Lenkert nennen, übereinstimme. Denn es geht tatsächlich darum, dass wir die Schadstoffwerte senken. Es geht aber nicht darum, dass wir die Autofahrer, die im Vertrauen auf die Rahmenbedingungen, die wir als öffentliche Hand gesetzlich gesetzt haben, was die Besteuerung von Diesel angeht, was die höheren Dieselpreise angeht, die wir ja nicht ohne Grund gemacht haben, dass Sie im Vertrauen darauf sich Autos gekauft haben, Ihre Mobilität daraufhin eingestellt haben, Ihr Pendlerverhalten damit gemacht haben und dann bestraft werden sollen, Herr Lutze, durch zum Beispiel eine Steuererhöhung. Was machen Sie denn, wenn die Preise mal wieder steigen? Ja, das ist doch keine Lösung. So, warum haben wir denn den Diesel begünstigt auf diese Weise? Doch deswegen, weil er andere Vorteile hat. Wir gucken jetzt auf die Nachteile, was NOx angeht, und haben aber aus dem Blick verloren, dass die geringeren Verbrauche, die CO2-Emissionen bei Diesel eben auf der Vorteilsseite stehen. Nun hindert uns ja niemand daran, täglich klüger zu werden, aber wenn wir das über Jahre hinweg so praktiziert haben, dann können wir das nicht von einem Tag auf den anderen ändern. Und wir können auch keinem Pendler sagen, du kriegst jetzt keine blaue Plakette und damit darfst du vielleicht genau in den Bereich der Stadt nicht hineinfahren, wo dein Arbeitsplatz liegt, aber die 50 Kilometer bis zur Stadt, die darfst du damit fahren und dann musst du umsteigen. Und Regionalisierungsmittelerhöhung hin oder her und ÖPNV-Verbesserung hin oder her, beides finde ich richtig, für beides trete ich auch ein, nur es löst unser Problem nicht. Was löst unser Problem? Wir müssen uns auf eine ganze Reihe von Maßnahmen verständigen. Und es ist ja schön nochmal, Herr Krischer, Sie haben es eben gesagt, die Umweltministerkonferenz hat 32 Maßnahmen genannt. Eine davon ist die blaue Plakette. Ich meine, es ist nicht die erste Wahl. Es geht sicher darum, technische Fortschritte in der Automobilerzeugung, in der Filtertechnik und all diesen Dingen zu machen, um das Problem in den Griff zu kriegen. Es gibt aber auch darüber hinaus Dinge, die die Kommunen machen können. Und ich will einen kurzen Ausflug in meine Heimatstadt Köln machen. Wir haben das Problem der Umweltzone auch. Wir haben das Problem mit dem Feinstaub gehabt. Wir haben das Problem mit dem Stickoxid. Und wir haben Hotspots wie in manch anderen Stellen auch. Und an einem dieser Hotspots wird eine intelligente Lösung ausprobiert, nämlich eine umweltsensitive Ampelanlage, die den Verkehrsstrom in Abhängigkeit von der Schadstoffsituation steuert. Denn, liebe Kolleginnen und Kollegen, ein entscheidender Punkt ist doch beim Verkehr in der Stadt, dass die wesentlich höheren Emissionen bei stehenden Fahrzeugen im Leerlauf reduziert werden müssen. Das heißt also, ein wesentlicher Punkt ist, wir verflüssigen den Verkehr. Und das machen wir mit vielen kleinen Maßnahmen. Eine Abbiegespur, die einen Rückstau entschärft, bringt schon eine ganze Menge. Das ist also das eine. Konstruktive und kreative Straßenplanung und Ampelplanung in der Kommune.
Das Zweite, und liebe Kollegen von den Grünen, ich weiß nicht, warum Sie nicht darauf gekommen sind, mehr Grün in die Stadt, nicht mehr Grün in die Stadt. Zwei Zahlen. Mehr Rot in die Stadt, völlig richtig. Ja, okay, in Grenzen. Ja, in Köln haben wir ja beides und wir arbeiten dort auch mit den Grünen ja seit einiger Zeit sehr gut zusammen. Mehr Grün in die Stadt heißt, als Beispiel, eine ausgewachsene Buche hat 15.000 Quadratmeter Blattoberfläche und filtert so viel Schadstoffe aus der Luft, wie ein Pkw mit 20.000 Kilometer Fahrleistung in einem Jahr erzeugt. Köln hat 76.000 Straßenbäume. Wir haben kein Feinstaubproblem. Nicht nur wegen der Straßenbäume, aber auch. Und da, wo kein Platz ist, und Konrad Adenauer hat das schon vor 100 Jahren richtig in die Wege geleitet und gesagt, Grün in die Stadt erhöht den Lebenswert. So, wo das nicht geht mit Straßenbäumen, da kann man die Dachbegrünung, Fassadenbegrünung machen. Mehr Grün in die Stadt ist ein wesentlicher Punkt. Und das geht schneller als alle möglichen anderen Beispiele. Ja, natürlich. Aber alle Maßnahmen außer Fahrverbote brauchen eine gewisse Zeit, auch technische Entwicklungen. Und wenn sich das Problem über eine bestimmte Zeit aufbaut, brauchen wir in der Regel genauso viel, damit es sich wieder abbaut. Da gehen wir dran. Aber wir gehen da dran mit Kreativität, die erwarten wir bei den Fahrzeugherstellern, mit Kreativität, die erwarte ich von den Planern auf der kommunalen Ebene. Das ist der Schlüssel dazu. Und wenn wir dann auch mal über andere Quellen reden, wie Baumaschinen, mobile Geräte, hat die EU-Kommission jetzt gerade auf den Weg gebracht, dann können wir auch außerhalb des Verkehrs die Quellen erfassen, die einen wesentlichen Beitrag leisten. Also mein Appell heißt, mehr Kreativität, und dann kommen wir ein ganzes Stück voran in dieser Frage. Vielen Dank. Als nächstes. Soweit die Rede von Carsten Möhring für die CDU-CSU-Fraktion. Weiter geht es mit Arno Klare für die SPD. Aber ausgegebenen Anlass, die Redner bitten, wirklich die Redezeit einzuhalten. Das tue ich. Arno Klare, das wird Ihnen gelingen, genau. Frau Präsidentin, ich werde mich an diese Redezeit halten, die jetzt gerade angefangen hat zu laufen. Wir müssen uns mal die Fakten anschauen. Es gibt 514 Messstationen, die in der Bundesrepublik Deutschland verteilt sind. Die sind so verteilt, dass sie natürlich an verkehrlichen und Emissionshotspots stehen. 73% dieser Messstationen waren im letzten Jahr, das kann man beim Umweltbundesamt nachlesen, in der Statistik kann man, wenn man die Excel-Tabelle nimmt, sogar über Auswertungsfilter sich dann anzeigen lassen, waren unter dem Grenzwert, 73%. 27% lagen über dem Grenzwert von 40 Mikrogramm NOx im Jahresdurchschnitt. 67%, ein bisschen viel Zahlen, ich weiß, aber muss man auch ab und zu mal tun, 67% der NOx-Belastung resultieren aus dem Verkehr. Und wenn man das dann nimmt, dann muss man sich auch klar machen, 33% kommen nicht aus dem Verkehr, sondern aus anderen Quellen. Auch die muss man betrachten. Also es ist nicht nur der eine Minister, der jetzt hier für Verkehr zuständig ist, der ist dann auch schon für einen großen Teil zuständig, aber es gibt eben auch noch andere. So, 71% von diesen 67% resultieren aus dem Pkw-Verkehr und nur ein kleinerer Teil, 22%, aus den Nutzfahrzeugen. Und die Busse, die da fahren, also die Busse der öffentlichen Verkehrsmittel, sind relativ vernachlässigbar, sind nämlich bei 5%. Gleichwohl gibt es dort relativ viele, die sich darüber Gedanken machen. Also die gerade schon erwähnte Stadt Köln zum Beispiel, da bin ich jetzt gewesen vor einiger Zeit, die haben Elektrobusse eingeführt, um also auf den hauptbelasteten Strecken genau da Entlastung zu schaffen, zusätzlich zu den vielen Buchen und Bäumen und überhaupt, die da stehen. So, in Hamburg hat Wasserstoffbusse und in Hannover bin ich jetzt auch gewesen, da sind, Barbara Hendricks war auch da, sind Elektrobusse ebenfalls eingeführt. Das ist ein Weg, den man gehen muss. Ich glaube schon, und Kirsten Lühmann, die gerade den Zwischenruf macht, hat mir gerade ein Buch geschenkt, das handelt von Wasserstoff und der Wasserstofftechnologie der Zukunft. Da ist auf der einen Seite ein wunderschönes Bild. Da ist nämlich so ein Ortsschild drauf. Man muss von kurzfristig zu nachhaltig kommen. Das ist der Punkt. Und darum habe ich gerade von den Bussen geredet, von den Elektrobussen als ein Schritt, der gegangen werden muss. Und viele andere sind auch gerade genannt worden. Ich bin nicht so weit, dass ich, obwohl ich so ein bisschen mich mit Quantenphysik auskenne und dort weiß, dass Messverfahren Zustände verändern können. Ich glaube aber nicht, dass wir durch Messen oder durch RDE und all das
NOx reduzieren werden. Wer das glaubt, liegt wahrscheinlich völlig falsch. Das heißt, wir müssen es real reduzieren. Und reale Reduktion geschieht nur, indem man ein ganzes Bündel von Maßnahmen ergreift, das also am Ende auch Wirkung erzeugt. Und vieles von dem ist gerade schon genannt worden. Die Ministerin hat dankenswerterweise darauf hingewiesen, dass auch der öffentliche Verkehr natürlich gefördert werden muss. Wir tun das aber auch, denn wir haben die Regionalisierungsmittel hochgefahren von 7,3 auf 8 Milliarden. Und wir haben die Dynamisierungsquote hochgefahren auf 1,8%. All das ist Realität. Die Forderung, auf 8,5 zu gehen, ist nicht ganz unvernünftig. Aber wir haben die Mittel hochgefahren. Wir haben auch die Mittel hochgefahren, um H2-Infrastruktur zu verbessern. Also das, was für die Zukunft wichtig ist. Wir werden in dieser Legislaturperiode den Steuervorteil für Gasfahrzeuge verlängern über das 2018er Datum hinaus. Auch das ist ein wichtiger Beitrag. Und wir werden auch so etwas haben wie Incentives, Anreize, um in E-Mobilität einzusteigen. Das ist nicht nur was für reiche Leute, sondern das ist, wir müssen diesen Markt öffnen. Die Niederlande machen es vor, Nachbarland von Nordrhein-Westfalen. Deshalb kenne ich mich da ganz gut aus. Die haben mehr E-Fahrzeuge auf der Straße als in ganz Deutschland. Und die Niederlande sind ungefähr so groß wie nur Nordrhein-Westfalen. Wir brauchen natürlich auch integrierte regionale Mobilitätskonzepte, die Umsteigemöglichkeiten verbessern zwischen den einzelnen Mobilitätsformen, damit es den Bürgern erleichtert wird. Deshalb werden wir auch in dieser Legislaturperiode in allernächster Zukunft ein Carsharing-Gesetz vorlegen, das sicherstellt, dass dies rechtssicher integrierbar ist in die Mobilitätskonzepte der Kommunen. Ja, ist gut. Ich kann Ihnen auch in einem Privatissimum gerne mal die juristischen Probleme erklären, die es dabei gibt. Das heißt, ich bin durchaus der Meinung, dass wir dort auf einem richtigen Wege sind. Die intelligente Verkehrssteuerung ist gerade schon angeklungen. Auch da müssen wir einen weiteren Schritt nach vorne tun. Und auch das wird aus Mitteln der Bundesregierung übrigens gefördert und auch bei den Forschungsinstituten vorangetrieben. Ich bin relativ sicher, wenn wir diese Maßnahmen alle zusammennehmen, werden wir sozusagen Kurzfristigkeit verlassen können und auf Nachhaltigkeit zusteuern können. Danke. Das war auf den Punkt genau übrigens in der Zeit. Ja? Ich bedanke mich bei dem. Soweit Arno Klare, der am Ende noch mal seiner Rede noch mal darauf hingewiesen hat, dass er sich an die vorgegebene Redezeit, die in der aktuellen Stunde 5 Minuten beträgt, genau gehalten hat. Weiter geht es jetzt in dieser Debatte mit Arthur Auenhammer für die CDU-CSU. Verehrte Frau Präsidentin, Frau Ministerin, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Aufregung um diese blaue Plakette war am Wochenende so groß, dass sich gleich der Plenarsaal, die Sitzbezüge des Plenarsaals so tief in Blau gefärbt haben, dass man regelrecht geblendet ist von diesem Blau. Ich weiß nicht, ob das die Aufregung eigentlich wert war. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die aktuelle Idee, eine neue blaue Plakette 2016 einzuführen, ist noch nicht ganz ausgegoren und ist für mich eine sehr kurzfristige Lösung. Weil Sie, ich sage es Ihnen noch, Frau Nissen, was Bayern für Meinung hat, ist vielleicht interessant für Sie. Eine blaue Plakette kann bestenfalls nur Symptome bekämpfen, nützt aber der Natur in erster Linie nicht. Und ich glaube, Peter Maywald war es, der die Feinstaubdiskussion hier angezettelt hat. Gerade die Diskussion um Feinstaub und die daraus entstandene Gesetzgebung, die wir hier beschlossen haben, hat dazu geführt, dass im Jahre 2015, und wir sind ja alle Freunde regenerativen Energieformen und dergleichen, im Jahr 2015 ist die Zahl der Biomasseheizungen um 30% zurückgegangen, neu angeschlossene. Gleichzeitig ist die Zahl von Ölheizungen um 30% gestiegen. Jetzt ist die Frage, ist das im Sinne von Klimaschutz, ist das in unserem Sinne? Und deshalb bitte ich hier mit dem nötigen Sachverstand, mit der nötigen Ruhe an diese Diskussion heranzugehen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Kollege Möhring hat bereits den Themenkomplex Grün in die Stadt richtigerweise angesprochen. Und wir hatten ja gestern Abend auf Einladung von der Frau Ministerin die Gelegenheit, welche gute Projekte auch in Berlin hier beim Thema Grün in der Stadt gemacht werden. Und mehr Grün hilft dem Naturschutz in der Stadt. Mehr Grün, ich betone grüne Pflanzen und nicht grüne Politiker.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, was wir... Ja, wir denken schon etwas weiter, was die Farbe Grün anbelangt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Kollege, das diskutieren wir später aus, meine sehr verehrten Damen und Herren, was wir in erster Linie brauchen, sind innovative Technologien, die auch marktfähig sind. Wir haben sehr viele gute Ansätze im städtischen Verkehr, sei es mit öffentlichem Personennahverkehr, hier gibt es verschiedene Antriebsformen und dergleichen. Wir haben auch das Thema Elektromobilität natürlich. Elektromobilität ist eine Mobilität der Zukunft, nur aktuell sieht es halt so aus, als wenn ich mir ein Elektroauto kaufe und bei mir in der Region im Wahlkreis unterwegs bin, ich vielleicht zum Termin hinkomme, aber nicht mehr nach Hause. Wir brauchen hier endlich vernünftiges Netz an Ladestationen und wir brauchen hier noch eine wesentlich bessere Technologie, die die Reichweite dieser PKWs wesentlich erweitert und hier noch sehr viel Innovation muss hier hineingesteckt werden. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn wir jetzt durch die Einführung einer blauen Plakette dazu kommen, dass, wie es uns mancher Automobilclub vorgerechnet hat, bis zu 13 Millionen PKWs in Deutschland nicht mehr in die Regionen dieser blauen Plakette hineinfahren können, dann müssen wir uns auch überlegen, wer kann sich das leisten? Wer kann sich das in Zukunft leisten? Das sind in erster Linie die Besserverdiener, die neben den Zweitautos sich noch ein drittes Auto, ein Elektroauto leisten können. Und deshalb langfristig bessere Voraussetzungen für die E-Mobilität schaffen und langfristig wirtschaftlichere Voraussetzungen schaffen. Und das kann nicht durch eine Einmalzahlung von ein paar tausend Euro geschehen. Das muss durch die Rahmenbedingungen geschehen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, innerhalb der Städte sind auch sehr viele andere Verbrennungsmotoren unterwegs, Baumaschinen auch. Und wenn Sie sehen wollen, wie innovativ, wie fortschrittlich unsere deutsche Baumaschinenwirtschaft unterwegs ist, gehen Sie nach München, gehen Sie dort auf die Bauma, dort werden sehr viele emissionsarme Projekte vorgestellt und das, glaube ich, ist beispielgebend. Und deshalb hat auch unsere bayerische Umweltministerin, Frau Nissen, ich bin jetzt bei der bayerischen Umweltministerin, ich bitte um Gehör, gesagt, es kann kurzfristig keine Lösung sein, diese blaue Plakette, sie muss mittel- und langfristig gedacht werden. Und deshalb finde ich es in erster Linie wichtig, dass wir miteinander diskutieren, Umweltministerium und Verkehrsministerium. Und dann, glaube ich, finden wir auch eine vernünftige Lösung. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die Rede von Arthur Auernhammer für die CDU-CSU war das in dieser Aktuellen Stunde. Nächster Redner ist jetzt Detlef Pilger für die SPD. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, es wurde eben vielfach beschrieben, wir stehen vor einer herausfordernden Situation in unserem Land, die uns alle und in der Tat auch wirklich alle betrifft. Die Abgaswerte in der Luft sind derart hoch, dass unsere Gesundheit, und das muss man auch betonen, die Gesundheit unserer Kinder, weil die eben kleiner sind, besonders gefährdet sind. Da können wir nicht drum herum reden. Das, was wir heute tun, muss schlicht und greifend funktionieren. Da kann man nicht warten, da muss gehandelt werden, und das tut unsere Umweltministerin Barbara Hendricks. Aber für mich persönlich, neben den zunächst kurzfristigen Maßnahmen, die ergriffen werden müssen, damit die Abgaswerte gesenkt werden, gibt es noch die mittelfristige Lösung, und die halte ich fast noch für wichtiger. Woher kommen denn die hohen Stickstoffdioxidwerte? Natürlich von den Kraftwerken und den Feuerungsanlagen, aber auch, liebe Kolleginnen und Kollegen, zu einem großen Anteil aus dem Verkehr. Der Verkehr hat uns in den letzten Monaten erhebliche Kopfschmerzen bereitet, ausgelöst durch einen verheerenden Abgasskandal und natürlich auch durch das Mahnverfahren der EU. Die Abgasrichtwerte, die Messverfahren, die Machenschaften der Automobilindustrie stehen plötzlich und endlich im Fokus. Dieselgate hat uns einige schwerwiegende Probleme in Bezug auf unsere Autoindustrie
vor Augen geführt. So ist an jedem Negativen auch immer etwas Gutes, nämlich dass Dieselgate auch nochmals das Problemfeld Abgaswerte aufgemacht hat und die Elektromobilität hierdurch eine neue Frische erfahren kann. Endlich kommt Bewegung rein in die Sache Elektromobilität, denn wir dürfen uns nichts vormachen. Die Technik der Verbrennungsmotoren gehört eigentlich schon zum Gestern und der Vergangenheit. Vielen Dank, Herr Grischer. Ich komme auch nachher nochmal auf Sie zurück. Wir müssen eine Transformation schaffen, denn wenn wir über CO2-Emissionen reden, können wir die Emissionen des Verkehrs nicht kleinreden. Nur weil wir das Land der Autobauer sind. Wir müssen neue Autos bauen, solche, die ausschließlich mit Strom betrieben werden und ihren Strom wiederum ausschließlich aus regenerativen Quellen beziehen. Das ist unser Ziel und das wollen wir erreichen. Wir müssen uns fragen, wie wir diese Transformation schaffen können. Wir haben, und die Umweltministerin hat es zu Beginn der Regierungszeit betont, wir haben vor, bis 2020 eine Million Fahrzeuge auf die Straßen zu bekommen. Das ist ein sehr ambitioniertes Ziel, das wissen wir alle an dieser Stelle. Und wir haben gegenwärtig lediglich 25.000 Euro auf diesen Straßen. Das sehen wir, was wir in dieser relativ kurzen Zeit noch ein Vorhaben vor uns haben. Aber wir haben heute die historische Chance, das anzugehen. Wir brauchen Maßnahmen, um die Elektromobilität auszuweiten. Und dazu gehört für mich eine sozialverträgliche, ausgestattete Kaufprämie. Wir müssen Anreize schaffen, der Bevölkerung schaffen, dass die sagt, ja, wir kaufen ein solches Auto. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben das auch schon mal ganz erfolgreich praktiziert, zwar in einem anderen Zusammenhang, nämlich mit der Abwrackprämie. Das ist ein gutes Beispiel, weil es eine Talsohle der Wirtschaft war und wir dadurch die Wirtschaft stabilisiert haben und damit unsere Arbeitsplätze. Das ist ein gutes Beispiel. Also die Kaufprämie, finde ich, schafft vernünftige Anreize. Das müssen wir hinkriegen, ansonsten wird der Markt sich nicht in unserem Vorhaben stabilisieren. Wir brauchen unbedingt eine vernünftige Ladeinfrastruktur. Wer würde sich denn ein Auto von uns kaufen, wenn er nicht gewiss ist, dass er in einer überschaubaren Kilometerzahl auch das Auto wieder aufladen kann in dem Fall? Das wird natürlich keiner machen. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, dazu wird wahrscheinlich die Industrie nicht alleine in der Lage sein. Da müssen wir helfen, was die Infrastruktur anbelangt. Da müssen wir über entsprechende Finanzierungsmodelle nachdenken. Und ich darf an dieser Stelle auch noch kurz einwerfen, das gilt außerdem nicht nur für die Infrastruktur von Automobilen, sondern zunehmend auch E-Bikes und Elektromobilitätsroller nehmen zusehends mehr Marktanteile an. Wir dürfen auch die Automobilindustrie nicht aus der Pflicht nehmen. Da wird ein Tesla produziert. Ein tolles Auto, ein super Auto, ich durfte selbst fahren, aber in einem Preissegment von 80.000 Euro. Damit werde ich den Markt nicht erschließen. VW, BMW und Tesla bringt jetzt ein Mittelklassemodell in der Größenordnung von 31.000 bis 35.000 Euro auf den Markt. Das ist ein Einstieg, aber auch noch nicht jedem Geldbeutel möglich. Die Autos müssen preiswerter werden. Da ist in diesem Falle die Automobilindustrie gefordert. Und an dieser Stelle darf ich auch einmal betonen, ich kann die Industrie sowieso an diesem Punkt nicht nachvollziehen, weil wenn wir die Elektromobilität in unserem industriellen Segment nicht steigern, dann werden wir international ein Problem bekommen und werden abgehangen werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. China, Frankreich und die USA sind uns weit voraus. Und ich komme zum letzten Punkt, Frau Präsidentin. Ich möchte noch eine Lanze brechen für die Kommunen, die sind durchaus bereit. Ich habe mit verschiedenen gesprochen. Wenn Hamburg, die Kollegin sagt, dass gerade vorbildlich Wasserstoffbusse auf den Markt bringt, auf die Straßen bringt, dann ist das sehr zu loben. Aber Entschuldigung, es gibt viele unterfinanzierte Städte, die sind nicht in der Lage dazu, die würden es aber gerne machen. Ein Bus ist doppelt so teuer in der Anschaffung und es müssen immer noch ein paar Autos vorgehalten werden, damit sie entsprechend aufgeladen werden können. Da braucht die Kommune Unterstützung. Auch das wäre ein Vorbildcharakter für die Bevölkerung. Wir brauchen eine klare Haltung, wie die Ministerin sie lebt und lässt sich auch nicht vom Verkehrsminister einschüchtern. Weiter so, damit die Elektromobilität Fahrt aufnimmt und die Städte und Gemeinden lebenswerter werden. Vielen Dank. Detlef Pilger war das für die SPD-Fraktion. Nächster und letzter Redner in dieser Aktuellen Stunde ist jetzt Oliver Wittke für die CDU-CSU.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Diese Aktuelle Stunde ist der untaugliche Versuch von Bündnis 90 Die Grünen, ihren altbekannten Feldzug gegen das Automobil im Allgemeinen und gegen die Dieseltechnologie im Speziellen fortzusetzen. Und darum, Herr Kollege Maywald, wie kommen Sie eigentlich dazu, von einem Dieselskandal zu sprechen? Es ist ein VW-Skandal, ja. Aber wenn Sie von Dieselskandal reden, dann wollen Sie doch den Eindruck erwecken, als sei hier eine ganze Technologie an den Pranger gestellt. Am liebsten möchten Sie die ganze Branche an den Pranger stellen. Das lassen wir Ihnen nicht durchgehen, weil das irreführend ist. Das ist nicht ehrlich, was Sie machen. Und im Übrigen, Herr Kollege Maywald, wenn Sie von Steuerprivilegierung bei Diesel sprechen, warum reden Sie da nicht von Steuerdiskreditierung von Dieselfahrzeugen? Sie wissen, dass die Dieselfahrzeuge höher besteuert werden als normale Verbrennungsmaschinen. Und darum wäre es nur fair, wenn Sie hier etwas ausgewogener vor dieses Hohe Haus treten würden und versuchen würden, abzuwägen, das gesamte Spektrum darzustellen. Genau das machen Sie aber nicht. Es gibt Gott sei Dank auch einige Grüne, die etwas differenzierter argumentieren. Und ich will zitieren aus der Stuttgarter Zeitung vom 8. April diesen Jahres. Da schreibt diese Stuttgarter Zeitung, die baden-württembergische Landesregierung hat sich bei der Umweltministerkonferenz in Berlin massiv dagegen verwahrt, die Marktchancen für Fahrzeuge mit Dieselantrieb durch ein Drehen an der Steuerschraube zu verschlechtern. Im Gegenteil, dazu müsste die Dieseltechnologie gestärkt und müssten die Kontrollen zur Überwachung der Abgaswerte verbessert werden. Und ein Spitzenbeamter aus dem Hause von Winnie Herrmann, einer seiner Abteilungsleiter, hat dann weiter erklärt, wir brauchen den Diesel schon, um unsere Klimaschutzziele im Sektor Verkehr zu erreichen. Recht hat der Mann, recht hat das baden-württembergische Verkehrsministerium. Und damit wir nicht nur in Baden-Württemberg uns aufhalten, ich will Ihnen auch sagen, wie sich aktuell die hessische Umweltministerin eingelassen hat. Ich zitiere aus der Frankfurter Rundschau vom 13. April. Da heißt es, aus Gründen der Verhältnismäßigkeit müsse abgewartet werden, bis ihr Anteil, der Anteil der Euro 6 Diesel, wächst, heißt es aus dem Hause Hinz. Wörtlich, ansonsten käme die Einführung einem Dieselfahrverbot gleich. Ja, natürlich ist es ein Dieselfahrverbot, wenn Sie die sofortige Einführung der blauen Plakette fordern, weil 13 Millionen Fahrzeuge dann eben nicht mehr in Innenstadtbereiche fahren dürfen. Und um das klar und deutlich zu sagen, Herr Kollege Krischer, auch da sind Sie auf einem Holzweg. Natürlich haben die Automobile in den vergangenen Jahren ganz massiv dazu beigetragen, dass weniger Schadstoffe ausgestoßen worden sind. Ich will Ihnen die Zahlen noch einmal vor Augen führen. Die Emission von Partikeln wurde in den vergangenen 22 Jahren um 97% vermindert. Mit modernen Dieselsystemen lässt sich der Kraftstoffverbrauch um über 20% gegenüber Ottomotoren reduzieren. Die durchschnittliche CO2-Emission durch Pkw ist seit 1995 um 30% gesunken. Seit Euro 3 wurden die NOx-Emissionen durch Diesel-Pkw um 84% reduziert. Der Dieselmotor liegt mit der Einführung der Euro 6-Norm, jetzt aktuell, annähernd gleich auf mit dem Ottomotor, nur bei 25% weniger Verbrauch und bei 15% weniger CO2-Ausstoß. Eine Studie des Bundesumweltamtes prognostiziert eine Verringerung des NOx-Ausstoßes von 1990 bis 2030 von 90%. Und die umfassende Nutzung von modernen Dieselpartikelfiltern wird dafür sorgen, dass selbst kleinste Partikel, also 2,5 Mikrometer große Partikel, künftig ausgefiltert werden. Das heißt, die Luft kommt sauberer aus dem Fahrzeug raus, als sie angesogen wird. Ja, aber natürlich ist das der Fall. Das können Sie nicht wegdiskutieren. Es gibt allerdings einen anderen Bereich, da sehe ich Handlungsbedarf. Eine Studie der Bundesanstalt für Straßenwesen hat nachgewiesen, dass eine Vielzahl von Katalysatoren, die nachgerüstet werden, Ersatzkatalysatoren, nicht funktionstüchtig sind. Experten gehen davon aus, dass über 1 Million Ersatzkatalysatoren, die im Nachhinein eingebaut worden sind, ihre Arbeit nicht verrichten. Wenn es uns gelänge, da nur das geltende Recht anzuwenden,
Also nicht eine neue Regelung einzuführen, sondern nur dafür zu sorgen, dass diese Katalysatoren, die nachgerüstet worden sind, die Billigkatalysatoren sind, die für unter 100 Euro im Internet zu bestellen sind, wenn wir die aus dem Verkehr gezogen bekämen, wenn es beispielsweise Abgaskontrollen gäbe, die nachwiesen, dass diese Katalysatoren nicht arbeiten würden, dann würden wir einen wesentlichen Beitrag zur Entlastung unserer Innenstädte leisten. Dann können wir uns auch jede Debatte um eine blaue Plakette sparen. Frau Präsidentin, wenn ich darf, noch einen letzten Satz. Herr Krischer, Sie haben sich verwundert darüber gezeigt, dass es in Bayern einen Umweltminister gibt. Ich habe gerade mal nachgegoogelt. Das Bayerische Umweltministerium wurde 1970 geschaffen, 10 Jahre vor Gründung der Partei Die Grünen. Vielleicht liegt das daran, dass Sie in Bayern nichts zu melden haben. Vielen Dank. Soweit Oliver Wittke, letzter Redner in dieser Aktuellen Stunde zum Thema gesundheitsgefährdende Abgasbelastungen in vielen deutschen Städten.